Wir haben in 2004 hier in Pécs mit der deutschsprachigen Ausbildung angefangen. Und wie Sie sehen, also die Zahlen gehen immer höher, immer höher. Allerdings muss man sagen, dass die Aufnahmen von neuen Studenten, also die Erstsemester, die Anzahl der Erstsemester bleibt hier, wie Sie sehen, schon in den letzten 3 Jahren. Mehr als 200 können wir nicht aufnehmen. Ein kontinuierliches Lernen wird erwartet. Nicht nur deshalb, weil nach jedem Semester Prüfungen abgehalten werden, also nicht einmal pro 4 Semester wie in Deutschland, sondern auch während des Semesters werden Abfragungen in verschiedenen Formen stattfinden, meistens schriftlich, Klausuren werden geschrieben, 2-3 Mal, je nach Fach. Die Studenten werden praktisch unter Druck gesetzt, dass sie regelmäßig lernen und nicht versuchen, 3 Tage vor der Prüfung alles zu erlernen, was sowieso nicht läuft. Bist du auf die Idee gekommen? Ich kam, ich habe mich interessiert dafür. Ich habe Taekwondo praktiziert und mein Lehrer ist Arzt, Notarzt, und da hat er immer von seinen Erlebnissen erzählt und so weiter. Und dann habe ich mich dafür interessiert und mich informiert darüber. Und ja, so kam ich auf Medizin und es hat mir sehr gefallen und deswegen habe ich mich dafür interessiert. Wie sind deine ersten Eindrücke hier von der Uni Pécs? Sehr gut, ja. Also wir sind ja heute ziemlich früh losgefahren, waren dann noch etwas müde, aber sind wir wieder wach und der Vortrag hat uns ja einen guten Eindruck hier von der Uni gegeben und wir hatten jetzt eben auch die Möglichkeit zu nähen und in die Rechtsmedizin zu schauen und war sehr interessant.